Guten Abend, meine Damen und Herren. Von unseren westlichen Medien eher am Rande erwähnt, beschloss der Europäische Gerichtshof im März 2014 die Internetzensur. Was das in der Praxis für Auswirkungen hat, wer davon profitiert und wer verliert, soll diese Sendung vor Augen führen. Das höchste EU-Gericht urteilte, dass Kabelnetzbetreiber und Telekomfirmen in die Pflicht genommen werden, den Zugang zu Internetseiten mit illegalem Inhalt zu sperren. Was illegal ist, bestimmen die Mitgliedstaaten per Gesetz oder die EU per Richtlinie. Das könne beispielsweise ein Verstoß gegen Urheberrechte oder die Sittlichkeit sein. Die Internet-Service-Provider Österreichs üben heftige Kritik an dem EuGH-Urteil aus folgendem Grund. Sie erinnern daran, dass Erdogan in der Türkei den Zugang zur beliebten Social-Media-Plattform Twitter sperren ließ, was weltweit für einen Aufschrei der Empörung sorgte. Derartige Sperren seien aufgrund des EuGH-Urteils nun auch in der gesamten EU möglich. Denn im Prinzip braucht es nur jemanden, sprich einen Denunzianten, der findet, dass über eine Website zum Beispiel urheberrechtlich geschütztes Material verbreitet wird. Und schon wären die Kabelbetreiber und Telekoms quasi als Exekutoren des Denunzianten in der Pflicht, den Internetzugang zu sperren. Erinnert das nicht an die Hexenjagden im Mittelalter? Auch hier genügte der angezeigte Verdacht, eine Denunziation, und schon stand eine Person unter der Anklage, Hexe oder Hexer zu sein. Das Gegenteil zu beweisen, war seinerzeit geradezu unmöglich. Es folgte die Todesstrafe. Nach dem Tod fiel das Hab und Gut der vermeintlichen Hexen an die Obrigkeit und Kirche. Und eine tüchtige Belohnung an die Denunzianten für dessen lukrativen Dienst zum Wohle von Landes- und Kirchenfürst. Weil kritische Websites den Regierenden und den Mainstream-Medien zunehmend ein Dorn im Auge sind, könnten per Gesetz bestimmte Formulierungen künftig als Terror eingestuft werden. Und schon müssten nach eingegangener Denunziation, vielleicht von Hobby- oder Berufsdenunzianten, die Telekoms diese Websites abdrehen. Die Unschuld gerichtlich zu beweisen und somit die Wiederanschließung zu erzwingen, dürfte langwierig und kostspielig sein. Das Meinungsmonopol fiele gänzlich an die Mainstream-Medien und die Regierenden. Fazit: Der Beginn der Internetinquisition ist eingeläutet. Doch noch ist nicht aller Tage Abend. Dieser EuGH-Beschluss kann noch revidiert werden. Informieren Sie Ihr Umfeld über diesen Missstand und unterstützen Sie Wahrheitsbewegungen, die Klage gegen die Internetzensur einlegen. Es lohnt sich, für die unzensierte Meinungsäußerung aktiv zu werden. Guten Abend und auf Wiedersehen. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.